So, Hallihallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gotham Knights. Wir kümmern uns um Harley Quinn. Früher war ich jemand, der ich nicht sein wollte. Doch jetzt bin ich frei. Ihr könnt das auch. Leute, seht euch das an. Dick, es ist verkehrt rum. Gib schon her. Alice ist eigentlich Psychiaterin. Warum verkauft sie Armbänder, Ergänzungsmittel? Ja. Was ist denn ein Freegloy? Wer kauft denn solchen Mist? Sie weiß, dass das nicht funktioniert. Was hat sie vor? Die Einwohner Gothams haben mit mindestens einem Gewaltverbrechen pro Monat zu tun. Also rein statistisch. Was hat das mit irgendwas zu tun? Sie verkauft Hoffnung. Oh, Mist. Kommt heute Abend zum Monarch Theater. Ich habe eine explosive Ankündigung. Nur für euch. Explosiv meint sie garantiert wörtlich. Oh, Junge. Ja, aber so ein alternativer Berufszweig ist jetzt auch nicht so schlimm, tatsächlich. Nur, dass es ihr nicht, also dass es keinem auffällt. Ich meine, die Harley Quinn ist ja schon eine bekannte Verbrecherin. Na, sollte in Gotham ja bekannt sein. Und ein Gewaltver, also ein Bürger, der Durchschnittsbürger hat so mit einem Gewaltverbrechen pro Monat zu tun, bezweifle ich auch sehr heftig. Wir hätten das Bat-Signal als Marke schützen lassen sollen. Glockenturm, hast du das? Stimmt. Dr. Quinzel scheint ein echtes Spektakel veranstalten zu wollen. Was auch immer sie vorhat, das wird übel. Okay, also sie sagt, dass sie Dr., dass sie Harley Quinn war. Okay. Besiege die Freaks. Dich hier? Ja, das ist doch ein Damage, der sich sehen lassen kann. Speis ihm was in die Fresse! Glockenturm, die Freaks haben das Monarch in ihrer Gewalt. Hast du eine Ahnung, wie ich da reinkomme? Ich erinnere mich an einen alten Eingang. Die Freaks sollten ihn kaum kennen. Sollte ich wissen, woher du das weißt? Alte Hasen verraten ihre Geheimnisse nie. Ich war Harley Quinn. Jetzt bin ich komm, noch schneller. Ich hatte wochenlang einen Ohrwurm davon. Ja, warum will ich ein Stück? Bild mit Autogramm. Verschweigt uns was. Mein liebste Cecilia? Das Theater hat bessere Zeiten gesehen. Dad liebte das Batman-Musical. Die Outfits waren echt komisch.
Das ist wirklich sehr restaurierbedürftig. Boah, warum kriegst du denn so langsam? So langsam. Hält dich jemand für Batman. Aber mit langen Haaren siehst du irgendwie aus wie Batgirl. Tun sie das wirklich, wenn ihnen langweilig ist? Wieso ist das so langsam geschlichen? Ich bin das, was durch die Nacht geschlichen. Das sagt er gar nicht. Oh, jetzt habe ich eine Heilung aus den Fledermaus, die den Spaß aus Gotham saugt. So klingst du eher. Nein, komm schon, Mann. Das ist nicht cool. Ich will... Wieso? Das war. Habe ich Tab aus Versehen gedrückt oder so? Das war wohl nicht normal. Was ist das wohl? Schlaf schön. Okay, irgendwas stimmt da nicht. Den hat man aus. Das ist Batgirl. Umzingelt sie. Ja, nee, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe irgendeine falsche Taste gedrückt. Moment, wo macht man das nochmal, dass man hier Steuerung gehen alt. Ah, danke. Okay, ich habe auch den alt gedrückt. So, hat man noch gleich viel mehr Action. Jetzt kann ich mich umsehen. Was ist das? Glockenturm, gab's nicht vor kurzem einen Einbruch bei Daggett Labs? Neulich gab es da einen Einbruch. Das war Harley. Im Grunde könnte alles aus einer Pharmafirma in ihren Händen zum Problem werden. Oh, Hallöchen. Oh, perfekt. Das gilt noch für den normalen Angriff. Glockenturm? Immer noch keine Bomben. Aber hier sind noch mehr leere Kisten von Daggett. Sag Bescheid, wenn du was findest. Was haben wir denn hier? Altes Drehbuch. Snagglepuss. Das ist beunruhigend. Oh, so viele Batman-Sachen. Ach, das mit Batman ist doch nicht beunruhigend. Das ist halt Harley Quinns gleiche Obsession. Müssen wir jetzt still sein? Bleib unentdeckt. Harley hat nicht an Helfern gespart. Unsere Ängste leiten uns. Sie sind unsere Grundlage. Ich sage dazu nur, scheiß drauf! Entscheide dich fürs Anderssein! Triff Entscheidungen! Rekonstruiere dein Leben! Wir kommen näher. Gut, wenn die alle weggucken. Wanzen, die rumkrabbeln. Ja, das Gebäude ist nichts, was ich zu stehlen, alt. Ich glaub, da drüben ist was. Ach, genau jetzt? Wir waren ruhig. Was soll denn das? Ich dachte...
Das ist fake. So, wo kann Harley sein? Unten stehen noch Leute. Na gut, das Poster. Ja, das hat keine Relevanz, aber so ein richtig fett obvious Lüftungsschacht. Drei Geräuschlose. Theater muss voll sein. Mir fehlt hier ein Gegner irgendwie. Gute Nacht. Ah. Das sieht er nicht. Die Fackel reicht nicht so weit. Lichter aus. Das sieht er nicht. Das sieht er. Vielleicht. Finden wir heraus, was hinter Tür Nummer 1. Let's Party! Steckt. Oh, seht, ein Held will verhindern, dass ich euch helfe. Was sagt man? Keine Sorge, dafür habe ich das. Dieses kleine Ding. Gebt euch den Mut, zu tun, was ihr schon immer tun wolltet. Mit diesem Implantat erobert ihr die Welt. Das ist nicht gut. Lasst euch keine ungetestete Medizin von ihr spritzen. Ich wette, ihr wollt es in Aktion sehen. Oh ja! Versuchst du etwa einen neuen Trend zu setzen? Besser? Glockenturm, erfährst du, wozu der Chip gut ist, wenn ich ihn scanne? Sie scheinen nicht implantiert worden zu sein. Gute Nachrichten. Hoffe ich. Machen wir erstmal den Kleinen weg. Oh ja, die Sturmdings ist. Ach, der respawnt einfach, okay. Also müssen wir uns selbst helfen. Oh, und das ist ein größerer Flächenangriff. Ja, dann nehme ich doch lieber den Schlaghagel. Ah. Ah, nee, nimmt er weniger Schaden?
Wir können ihn kurz finishen? Nee. Ach komm. Als ob das jetzt ungünstiges Timing. Hey, unsere Heilung macht genau dasselbe Duftding wie deren Droge. Implantat, whatever. Dann machen wir doch. Den, ach Gott, dieses Blocken. Das ist ein Ausrufezeichen bei ihm. Okay, er heilt sich immer wieder. Muss man doch die alle Leute um ihn rum ausschalten? Man muss ihn ja irgendwie davon abhalten können. Yay, Veterans. Oder waren die anderen so quasi Medizinmänner, die ihn geheilt haben? Ja, jetzt heilt er sich zumindest nicht. Ja, man muss ihn... Er ist der Heiler. So, und der Rest ist völlig egal an Gegnern. Hast du das bitte gemacht? Hat er keinen Bock mehr? Ha!